Hallo, ihr Lieben. Lieben strickverrückten Handarbeitsfreunde und Freundinnen, wer sich hierher verirrt hat, befindet sich auf einem Kanal, der ganz viel, in dem ich ganz viel Strickiges zeige, Wolliges. Und ich bitte jetzt schon zu entschuldigen, wenn ich ein bisschen wirr bin, weil es gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf und ich habe euch so viel zu zeigen, möchte aber auch dennoch nicht mich und euch überfordern. Daher fange ich einfach an zu erzählen, was ich in letzter Zeit so gemacht habe, was ich für Pläne habe, was ansteht, was fertig ist, was begonnen ist und neue Inspirationen für mich, für euch und alle, die sich gerne mit der Wolle befassen. Ich habe auch noch mehr vor, deswegen ist mein Plan momentan eben wie gehabt, einfach jetzt so ein unkompliziertes 40-minütiges Filmchen hochzuladen. Das geht jetzt am schnellsten für mich und ihr könnt schnell mal wieder was von mir sehen. Und ich habe vor, jetzt doch wieder in kürzeren Abständen zu filmen. Das wird sich sicher lohnen, hoffe ich. Und dann natürlich nicht mehr so lange zu warten. Warum es jetzt länger gedauert hat, hatte ich ja schon erzählt. Es war sehr viel los bei uns und es hat auch das Leben dazwischen gefunkt und letzte Woche war ich mit meiner Enkeltochter und einer lieben Freundin und deren Enkeltochter waren wir in Hamburg, haben König der Löwen gesehen. Das war natürlich ein Mordsritt für uns hier aus Südhessen und mit Bahn und Bus und U-Bahn und S-Bahn und allem sind wir gefahren und ich muss sagen, ich war gestern ziemlich platt. Heute geht's wieder. Und deswegen, es ist Sonntag heute und ein regnerischer Sonntag. Der Herbst hat uns jetzt eingeholt, wenn es auch noch nicht so kalt ist. Und es gibt für mich auch noch ganz viel im Garten zu tun. Deswegen habe ich gedacht, heute passt es, eine Aufnahme zu machen. Und wie ich bereits sagte, ich möchte nicht mehr so lange warten und euch warten lassen mit all dem, was ich hier so mache. Denn es ist aufgrund der bevorstehenden Hobbyausstellung, bei der ich teilnehme, ganz viel, was sich so entwickelt, auch viele Kleinigkeiten. Heute geht es erstmal so ganz normal, ohne die speziellen Sachen, die ich für die Hobbyausstellung mache. Ich hoffe, das kann ich euch in Kürze zeigen. Da hinten lunzelt mein kleiner Schweinehund, ne? Den kennt ihr ja. Der ist hier auf dem Bett, weil unsere Enkeltochter hier schläft, wenn sie bei uns ist. Er ist noch ein kleines Regal. Und da sind diese Lieblinge, die hier bleiben sollen, weil sie sich immer freut, wenn sie kommt, dass die hier auf sie warten. Und die kleine Meerjungfrau, die wird heiß und innig geliebt. Und das ist eine ganz tolle Zusammenstellung. Und mein Elefant, den ich mal in einem Mitmachkarl gemacht habe, der ausgerufen war von Frickelcast. Und zwar das mit dem Funkel. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Also ging es ums Glitzern, Funkeln und mit Perlen, Glitzergarn, speziellen Accessoires und so irgendwas Hübsches zu machen. Auch nicht nur gestricktes, aber ich hatte in dem Zusammenhang diesen kleinen Elefant gemacht mit dem süßen Projektmarker, den ich mal von jemandem geschenkt bekam. Und den wollte ich euch auch jetzt noch mal kurz zeigen, wenn ihr noch so eine Anregung sucht und die Wolle, das ist von Wolle Rödel. Und ich habe auch die Anleitung dazu, dass ich noch diesen Clown machen könnte und einen Seehund. Und ja, das macht mir auch immer unheimlich Spaß, diese Amigurumis. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein. Das sind Zeitfresser. Denn nicht nur, dass man diese kleinen Teile häkelt oder strickt. In dem Fall eignet sich Häkeln besonders gut. Aber man sollte es dann auch noch gut stopfen und zusammennähen und besticken und. Aber wenn sowas Schönes dabei rauskommt, ist doch eine tolle Sache. Eben habe ich fürs Abendessen schon einen Kartoffelsalat vorbereitet und während ich in der Küche bin, schaue ich auch manchmal mit meinem Tablet Podcasts. Ich habe da so ein kleines Regal auf Augenhöhe, wo ich dann unten drunter meine Arbeitsfläche habe. Und dann kann ich hier mit dem Tablet, mit dem ich eben gerade aufnehme, auch wunderbar die tollen, netten und anregenden Podcasts sehen, die hier die Stricker und Rinnen und Stricker
zeigen. Vor kurzem ja auch mal wieder der liebe Thorsten von Knit and Do It oder Do It and Knit. Ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung. Also ich habe so meine Favoriten und ich versuche auch immer noch andere neue zu entdecken. Davon gibt es ja auch einige. Ich gucke auch englischsprachige Podcasts und da habe ich auch so meine Lieblinge. Also wenn das ganze Tohuwabohu hier rund um meine Aktion, die mir vor der Nase steht, rum ist, dann würde ich euch gerne auch nochmal auffordern, mir vielleicht ein paar Tipps zu geben. Was ist so an interessanten ausländischen, sprich holländischen oder englischsprachigen Podcasts gibt. Und gerade eben habe ich die liebe Mandy von Mandy strickt jeden Tag beim Kartoffelschälen und Zwiebelschnippeln gesehen. Da hatte ich, also die Mandy, hallo Mandy, wenn du mich siehst, freue ich mich sehr immer über jedes deiner Videos. Da hat ihr das auch schon so schön erklärt und wie sie das macht. Und also wenn ich Mandy gucke, bin ich auch immer, fühle ich mich auch immer total wohl. Und es gibt noch ganz viele andere, wo das so ist. Gelegentlich, wenn es passt, erwähne ich die. Aber bei Mandy, die hat mich jetzt derartig wieder angeregt. Also es gibt eine Anregung für ein neues Projekt, was ich jetzt in dem Video noch nicht zeige. Aber ich muss es kurz erwähnen. Dieser Porzellanpullover von Drops, der hat mich auch schon so lange. Habe ich den im Blick? Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr lang warten, damit den anzuschlagen. Obwohl ich eigentlich nichts Neues anschlagen dürfte. Kennt ihr das? Ja. Na gut, vielleicht im nächsten Video einen kleinen Anfang. Also manchmal braucht man das dann auch einfach in dem ganzen Tohuwabohu, dass man sagt, so und jetzt ist es gerade wurscht, egal, jetzt schlage ich ein neues Projekt an. Ist ja verrückt, ne? Aber das wissen nur wir. Also wenn mir das jemand anders außerhalb erzählt, die wissen gar nichts. Die tappen im Dunkeln, die denken, was ist mit denen los? Sind die süchtig oder was? Ja, wahrscheinlich schon. So, jetzt genug der Worte. Ihr wollt ja auch was sehen. Gleich vorneweg, bevor ich es vergesse, eine liebe Kommentatorin. Ich habe übrigens nur die Hälfte der Kommentare des letzten Videos beantwortet, gelesen habe ich sie alle, Herzchen habe ich einige gegeben. Und dann kam ich ins Stocken, weil die eine oder andere Frage dabei war. Und die wollte ich dann auch beantworten. Und dann habe ich es wieder verschoben, weil ich so wenig Zeit hatte. Und ja, wenn ich das Video jetzt hochlade, werde ich mir diese Kommentare nochmal angucken. Aber was ich mich erinnere, ist, dass eine Kommentatorin geschrieben hat, sie würde gern wissen, diese Spiralstulpen, die ich gestrickt habe, wie viel Maschen ich aufgenommen habe. Ich bin Lockerstrickerin, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Und trotzdem ist es so, dass bei der Spiralstulpe, die ich hier mit dem Linksrollrand, also das heißt einfach nur Maschen aufnehmen, rechts anschlagen und rechts stricken und dann rollt sich das automatisch auf links, wenn man den so haben möchte, den linken Rollrand. Und ich habe 54 Maschen angeschlagen und habe immer drei Maschen im Wechsel als Spirale verstrickt. Und das zieht sich hier in der Mitte automatisch zusammen. Und das sieht dann ganz einfach so aus und eignet sich hervorragend als Stulpenmethode, weil es durch die Spiraltechnik automatisch hier zusammengeht, hier wieder weiter wird und oben auch durch das Linksrollbündchen. Und es hat einfach immer die ideale Passform, sieht interessant aus und ist sehr trageangenehm. Begonnen hatte ich diese Stulpchen einmal mit einem kleinen Lochmuster. Ich glaube, Sylvie Rasch hat das mal als Tutorial in YouTube eingestellt. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Ich hatte irgendwie angefangen, das sind, ich glaube, Spiralsocken mit Lochmuster am Anfang gewesen. Schaut einfach mal nach, wenn es euch interessiert. Ich persönlich fand es nicht so gut bei dieser Wolle. Geht das total unter und ich habe mich dann auch ein paar Mal verstrickt und habe dann einfach aufgehört, das mit dem Lochmuster zu machen und habe glatt, also normal recht, drei Maschen rechts, drei Maschen links als Spirale gestrickt. Das heißt, in jeder dritten Reihe um eins versetzt. Wer das jetzt noch nicht wusste. Diese Erklärung war ich noch schuldig und hoffe, ich habe sie damit gut gegeben, denn es reicht euch immer noch,
schnell noch ein paar Stülpchen aus euren Lieblingswollen. Das kann man ja auch aus Resten stricken oder wenn man weniger Maschen nimmt, noch mit dem Mohairfaden dazu oder so. Und es gibt, sind tolle Geschenke, finde ich. Na? Zu dem Thema Geschenke. Ich hatte ja den Karl ausgerufen, 24 Mal Weihnachtsfreude. Und ich habe bestimmt inzwischen schon 24 Sachen zusammen. Die kann ich euch jetzt noch nicht alle so nach Monaten zeigen. Das ist irgendwie untergegangen, leider. Aber ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und schon was gezeigt haben in Instagram. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Denn bei der Suche nach weiteren Dingen, die ich mitnehmen kann auf die Hobbyausstellung, ist mir das untergekommen. Das waren auch mal Stülpchen für die, die lieber häkeln. Und die habe ich ja, also ich habe erst überlegt, ob ich sie mitnehme. Dann habe ich wieder überlegt, nein, ich behalte sie selber. Einmal ist das eine ganz weiche Wolle. Das ist ein Verlaufsgarn gewesen von, ich weiß es nicht mehr. Also ein schönes Farbverlaufsgarn in diesen gedeckten Farben. Und das habe ich mir selber ausgedacht. Das ist dieses Krokodilmuster. Ich habe es ja vor x Folgen schon mal gezeigt. Aber ich wollte es euch so mal zeigen, weil ich glaube nicht, dass sie auf dem Tisch gleich landen. Vielleicht versuche ich noch mal ein paar andere vorher zu machen und dann nur das eine Paar. Denn das eine Paar zum auf den Tisch zu legen und das andere zu behalten. Oh Gott, ich habe heute Sprachschwierigkeiten. Entschuldigt bitte. Das ist einfach angefangen mit ein paar Stäbchen. Dann habe ich das Krokodilmuster, das gibt es überall im Internet zu finden. Auch auf Pinterest gibt es diese Maschencharts, wie man das häkeln muss, beziehungsweise auch ganz viele Tutorials darüber. Und das hat mich schon immer gereizt. Ich habe auch ein kleines Handtäschchen gemacht in der Art. Das kann ich euch, glaube ich, wenn ich dran denke, in der nächsten Folge mal zeigen. Habt ihr auch schon mal vor Ewigkeiten gesehen. Jedenfalls fand ich das dann hier an der Stelle am Gelenk zu dick. Und da habe ich die Idee gehabt, das einfach mit Stäbchen, aber auch wie so ein Gitterstäbchen zu machen. Damit es schön flexibel ist und die Wärme, die hier entsteht, reicht vollkommen aus. Und es gibt gleichzeitig einen schönen Effekt. Und dann habe ich das Krokodilmuster weitergemacht und durch den Farbverlauf entsteht automatisch dieses Muster und ich habe das als Spitze gehäkelt. Und so kommt es dann. Das ist natürlich auch mal eine ganz tolle Variante, die man machen kann. Und ihr seht schon, ich habe noch eine Luftmaschenkette gehäkelt, wo ich den Zeigefinger durchstecke und dann verrutscht nichts, dann bleibt das wunderbar. Und man braucht ja nicht immer die ganze Hand zu bedecken. Und es gibt ja auch Situationen, gerade beim Autofahren oder so, wo man dann lieber die Hand am Steuer hätte. Und dann kann man das wunderbar handeln mit diesen Stülpchen. Und trotzdem halten die so warm, dass man nicht so schnell kalte Hände kriegt. Und ich finde, es sieht wirklich toll aus. Zum Beweis, ich habe auch noch einen zweiten natürlich. Und die Idee mit dieser Luftmaschenkette ist natürlich genial, finde ich. Da verrutscht nichts, das bleibt alles. Und man kann das Handy bedienen, man kann das Auto schön lenken und man hat trotzdem wärmere Hände, allein schon dadurch, dass man hier warm ist. Und es ist natürlich auch ein Schmuckstück. Diese schon vor Ewigkeiten gezeigten Stülpchen wollte ich euch hier auch noch mal präsentieren, denn es ist noch Zeit genug und macht vor allen Dingen, ich halte es mal vor das Gesicht, sorry, und macht natürlich riesen Spaß. Also das, wer gern häkelt, die meisten von euch kennen dieses Krokodilmuster und wenn ihr auf Pinterest guckt, gibt es ein, dann findet ihr ganz viele Charts dazu, beziehungsweise gibt es auch Anleitungen, jede Menge. Wenn ihr das auf YouTube eingebt, in die Suchleiste, Krokodil Stitch häkeln, ist auf Englisch Crocodile Stitch oder Krokodil Stich, ja, häkeln, dann findet ihr bestimmt Anregungen jeder Art und ganz intensive Tutorials, wer es noch nie gemacht hat. Also wenn ich es jetzt noch mal machen würde, wenn ich es noch schaffe, müsste ich mich auch noch mal reinfrickeln. Also würde ich einfach noch mal sowas gucken, ne? Gut. Auch gezeigt. Dann zeige ich euch mal, was fertig geworden ist. Und zwar habe ich jetzt nur den einen hier liegen. Nein. Habe ich euch auch den Anfang gezeigt. Mit einem, ja, Acrylgarn, so ein Neon-Acrylgarn, das allerdings als Single versponnen ist.
nicht, wie sagt man dann? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe heute ein bisschen, bin immer noch K.O. von meiner letzten Woche. Habe ich diese Stulpen gestrickt aus einem Acrylgarn, was es so bei Teddy und bei ja, den einschlägigen bekannten Billigläden gibt. Auch mal für größere Hände und im Gegensatz zu den anderen Stülpchen ein bisschen länger. Also die halten jetzt wirklich extrem warm und habe einfach frei Schnauze. Unten, das ist auch ein Baumwollgarn von Drops. Habe ich gedacht, okay, nimmst du ein Baumwollmischgarn. Das ist nämlich für alle Leute gedacht, die mit Wolle gar nichts zu tun haben wollen. Aus welchem Grund auch immer, weil sie es nicht vertragen, weil sie nicht wollen, weil sie keine Wolle wollen. Und die sind halt extrem unterschiedlich rübergekommen. Aber das macht nichts. Ich finde, das ist gerade so ein besonderer Gag irgendwie, ne? Und gestrickt habe ich das einfach mit vier rechten Maschen und dieses Versatzmusterchen innen drin. Das heißt, in der einen Runde mit glatt rechts drüber und in der nächsten Runde an dieser Stelle immer eine linke Masche. Das gibt dieses altbekannte Sockenmuster, Rippenmuster, was ein bisschen einen anderen Charakter hat, wie ihr seht. Ja, die sind sehr robust, sehr belastbar, bin ich ziemlich sicher. Auch für Leute, die wirklich, wirklich meinetwegen, halte ich mir das immer vors Gesicht, Entschuldigung, die viel auf dem zum Beispiel Marktstand arbeiten oder unterwegs sind und robuste Handschuhe suchen, die warm halten, sind diese sehr geeignet und trotzdem auffallend. Man vergisst sie nicht so schnell. Sie fallen immer auf in jeder Tasche und sind natürlich auch Hingucker. Auch die sind fertig geworden zu dem Thema 24 mal Weihnachtsfreude. Ich werde natürlich einen Teil der Projekte einfach auf meinem Ausstellungstisch hinlegen und wenn ich sie verkaufen kann, dann verkaufe ich sie und wenn sie nicht verkauft werden, dann verschenke ich sie oder spende sie einem wohltätigen Zweck. Das wird sich noch herausstellen, wie sich das entwickelt, werde ich abwarten. Auf jeden Fall kommen die mit. Und euch wollte ich sie gezeigt haben. Dann ist noch was fertig geworden, was jetzt ein totaler Kontrast ist zu diesem Stülpchen. Aber ist endlich für ein UFO, was ich fertig gemacht habe. Und zwar das Cumulus-Tee. Sylvia-like natürlich. Ja, das ist aus einem Baumwollgarn. Ich habe es schon ein paar Mal gezeigt. Ich werde es auch in Ravelry einstellen. Ich glaube, da habe ich es auch eingetragen, ausnahmsweise. Von Wolle Rödel oder jetzt Rico Design, ein reines Baumwollgarn, ganz dünn im Prinzip. Dann habe ich zwei Farben genommen, die ich hier bei dem Cumulus Tee eingesetzt habe und die so rübergekommen sind jetzt. Jetzt klingelt das Telefon. Moment. Es ist wie immer. Kann man nicht gebrauchen, ne? Weil ich bin jetzt runtergelaufen und natürlich kaum hatte ich einen Hörer in der Hand, was weg. Und dann habe ich irgendeine Handynummer nur gesehen, die ich nicht kenne. Aber jetzt klingelt es wieder. Das ist jetzt der Anrufbeantworter. Also hat jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ich kann erstmal weitermachen. Wo war ich? Irgendwie ist man dann auch raus, ne? Also mein Cumulus-Tee von Petit Knit hat natürlich Sylvia-like-mäßig einen anderen Stil bekommen. Das heißt, ich habe mich an die Grundanleitung gehalten. Es hat einen ziemlich großen Ausschnitt bekommen, das ich aber schlussendlich nicht mit I-Cord-Abschlüssen beendet habe, weder an den Ärmelchen noch am Ausschnitt noch unten. Es hatte Gründe, weil ich glaube, mit der Wolle wäre das nicht so toll geworden. Ich habe natürlich trotzdem einen kleinen Kompromiss hinbekommen, weil der Ausschnitt war mir ein bisschen zu groß geworden. Der ist jetzt noch relativ groß, also ist recht freizügig, aber es geht noch. Und ich habe bei der Aufnahme der Maschen hier ein bisschen besser jonglieren können, wie wenn ich jetzt da gleich einen I-Cord drauf gemacht habe. Dafür habe ich dann zum Schluss hier diesen eine I-Cord gemacht und es kam mit dem Farbverlauf der Wolle hier dieses Rot-Beige,
das war das jetzt hier, das kam jetzt gerade so hin, dass ich das schön harmonisch so gestalten konnte, dass es wirklich hübsch aussieht. Die Ärmel sind relativ weit geworden, aber jetzt nach dem Waschen und Vernähen der Fäden geht's. Anfangs dachte ich, sie sind vielleicht ein bisschen zu weit, aber es geht. Es ist auch wirklich vom Material her, es ist ja reine Baumwolle, aber trotzdem weich. Hat sie schon einen sehr sommerlichen Charakter. Und von der Länge her, hier unten habe ich auch ein zwei links, zwei rechts Bündchen gemacht und auch mit meinem Lieblingsabschluss. Nee, das ist nicht der, das ist ein neuer Abschluss, den ich gewählt habe. Und zwar habe ich mich an der, nach dem Abmaschen gerichtet, wie es die Katharina, die Rina Lehmann in einem Tutorial zeigt. Ich glaube, das heißt Rug abketten, RukE. Guckt mal bei der Katharina, beziehungsweise Rina Lehmann, ist ja auch eine bekannte Designerin hier aus Deutschland. Sie macht ganz viele tolle Tücher. Auch anderes, aber Tücher sind so ein bisschen ihr Schwerpunkt. Und die hat es mal erklärt und damit habe ich das abgekettet. Aber es war trotzdem, ich glaube, ich habe gefühlt 2 Tage an diesem Abketten rumgemacht, weil das mit dieser Wolle nicht so leicht ging. Und ich muss auch sagen, so eine Wolle werde ich so schnell nicht wieder verstricken. Wenn ich eine Strickmaschine hätte, dann wäre das das richtige Material, um sich schnell was zu stricken. Aber um dieses Garn mit der Hand zu verstricken, es ist zwar ein schönes Ergebnis und ist total trageangenehm. Das wird mit Sicherheit ein Lieblingspulli, das weiß ich jetzt schon. Aber mit der Hand stricken mit 2,5, nee, da habe ich 3er-Nadeln, 2,75er-Nadeln, es war ein hartes Geschäft. Das strickt sich nun mal anders, wie wenn man jetzt ein Merino-Garn hat. Ja, gut. Jetzt habe ich erstmal einen wunderschönen Cumulus-Tee und die Anleitung ist ja eine der Anleitungen, die man sehr oft für sich einsetzen kann und damit modifizieren kann, eigene Ideen entwickeln kann. Vor allen Dingen kann man viel auch mit Streifen machen zum Beispiel oder auch Muster. Und das Tolle ist, also man kann verschiedene Wollen auch nehmen. Ich würde mein Cumulus-Tee, das nächste, wenn ich wieder eins stricke, und es könnte durchaus sein, würde ich es aus Flauschgarn tatsächlich machen mit dicken Nadeln. Dann ist man ja auch schneller fertig wie sowas, ne? Aber es ist, die Farbgebung ist ganz schön geworden. Und die Kirsten von Schulfrei strickt, die hat mich gleich angeschrieben, als sie das gesehen hat und gesagt, das musst du unbedingt schnell fertig machen. Das sind ja Farben wie Sand am Meer. Das stimmt natürlich, ne? Toll. Ja, da bin ich richtig stolz drauf. Und es ist ein UFO, was fertig geworden ist. Also es werden auch mal UFOs fertig. Oh Wunder. Ja, dann zeige ich ein Projekt in Arbeit, was ein Herzensprojekt ist und trotzdem geht es nicht so recht voran. Aber nicht, weil ich nicht daran stricken wollte, sondern weil ich immer so viel anderes mache. Und dann denke ich wieder, ach, das geht ja mal ganz schnell. Aber jetzt ist es schon so kurz vor fertig. Ich glaube, ich muss es jetzt zügig beenden. Und zwar ist es mein Holstenpullover. Ich bin unten am Bündchen angekommen. Ich werde das Bündchen teilen, obwohl es in der Anleitung nicht vorgesehen ist. Und es ist auch nicht so lang in rechts, links, eins links, eins rechts. Aber ich werde es relativ lang machen. Das ist jetzt hinten. Und dann werde ich mal schauen. Vielleicht stricke ich dann erstmal vorne weiter. Und wenn es gleich lang ist, vielleicht doch mit zwei Sicherheitsnadeln zusammenstecken. Und gucken, ob ich es nicht doch zusammennähe oder ob ich es wirklich offen lasse als Schlitz. Das weiß ich alles noch nicht. Also wer jetzt das erste Mal das Projekt sieht, dem will ich noch mal ganz kurz was dazu sagen. In mehreren Folgen habe ich es schon gezeigt. Das ist ein Seidenmischgarn, Merino-Mischgarn von der Anne von Quick Strick. Und, nee, nein, Strick mit Kick, die verwechsel ich immer, sorry. Strick mit Kick, die Anne hat mir dieses Garn geschickt, das habe ich bestellt und auch bezahlt, glaube ich. Ich denke schon. Und ja, und das ist ein ganz dünnes Lace-Garn, das halte ich zusammen mit diesem Holzgarn in diesem Farbton. Das ist auch so ein Pistaziengrün, passt gut zu meinem Bild da hinten. Was ihr leider nicht so richtig sehen könnt, spiegelt ein bisschen, aber ich
ich störe mich jetzt nicht daran, ich hoffe, ihr auch nicht. Die beiden Fäden halte ich zusammen und es gibt halt dieses wunderbare Strickbild. Das muss ich euch jetzt mal zeigen, so ein bisschen von nahem. So sieht das aus. Ist das nicht toll? Es ist toll, ne? Und strickt sich wie Butter. Ich stricke das mit 3,5er Nadeln. Ja, 3,5er Nadeln. Das sind die Nadeln von Wolle Rödel, die liebe ich. Es sind ja Knitpro-Nadeln im Grunde genommen. Aber das ist auch so eine Art, ich nehme an, dass das Grundmaterial das gleiche ist. Aber die sind halt dunkelbraun und meistens sehr, sehr gut gearbeitet. Auch hier die Übergänge. Da gibt es dieses Seil, alles mit diesem Gold, in dieser Goldfarbe. Das sind absolut meine Lieblingsnadeln. Und wenn ich zu Wolle Rödel komme, dann gehen auch immer ein paar Nadeln mit und Seile. Man ist ja verrückt, ne? Das wisst ihr ja. Also gut, jetzt will ich das trotzdem mal, jetzt muss ich mal den Korb runtersetzen und will euch das mal zeigen, wie es jetzt soweit gediehen ist. Ich drehe mal rum, vorne und hinten gibt es ja da auch, ne? Die Ärmel hatte ich schon gleich fertig gestrickt. Und dieser Holsten-Pullover zeichnet sich durch seine spezielle Farbgebung aus. Und hier könnt ihr schon eine Schwachstelle sehen. Da habe ich mir wirklich wahnsinnig Mühe gegeben mit diesem Wechsel hier. Und habe zigmal die Anleitung gelesen, habe auch nochmal aufgetrennt und wieder neu angeschlagen. Aber ich denke, wenn ich fertig bin, werde ich das so mit einem Maschenstich so Bordeaux-Rot da drauf sticken, damit man das nicht so sieht. Das war echt schwierig. Das ist eine schwierige Sache bei dem Projekt. Die Schultern sind diese Continuous-Methode. Und dann muss man ja hier den Faden quasi wenden und einmal um das andere Garn schlingen, hier um das hier. Und wie immer ich es auch probiert habe, ich habe es nicht hingekriegt. Von hinten sieht, ist natürlich jetzt ausgerechnet das auch vorne. Denn hinten. Komischerweise war da dieser Reihenwechsel irgendwie doch anders, weil es umgekehrt war. Und das sieht sauber aus, seht ihr? Also ganz glücklich bin ich damit nicht, aber deswegen werde ich den Pullover nicht strippeln, sondern ich werde mir was einfallen lassen. Vielleicht sieht man es ja auch kaum, wenn es angezogen ist. Es glaube ich, fällt kaum auf, aber trotzdem, mich stört es. Aber ich habe einfach diesen Blockstreifen so eingearbeitet, indem ich. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn ihr bei Holsten Pullover, das ist übrigens von Anke Strickt, oder Anke Strick, weiß ich jetzt nicht mehr genau, gibt es ganz viele Vorschläge und Anregungen, wie man noch diese Blockstreifen gestalten kann. Mich hat ein Modell angefixt, wo auch. Nochmal mit einem stark kontrastierenden Garn, nicht nur der eine Blockstreifen, da war sonst ist eigentlich nur ein Blockstreifen drin, aber diese Kante nochmal betont wird mit diesem Knallergarn. Das ist so ein Neon-Orange von Opal. Habe ich mal. Das ist übrigens auch ganz weich. Also für ein Sockengarn ist das ganz weich. Gut. Und das hat mir gefallen. Und jetzt ist mir aufgefallen, das hat natürlich Harry Potter-Charakter, dieses Gryffindor, die Gryffindor-Farben. Ja, da habe ich schon gedacht, weil unsere Kleine ist also absoluter Harry Potter-Fan. Mit dieses Rot und das Orange, das passt ja perfekt. Ne? Wenn ich das nochmal kriege, ob ich hier dann ein Schälchen oder ein Mützchen oder irgendwas Kleines noch mit Gryffindor-Farben stricke. Ein ganzer Pulli, das schaffe ich nicht mehr. Was allerdings hier oben passiert, ich habe mich genau an die Anleitung gehalten, es rollt sich ein bisschen sehr und der Ausschnitt ist auch sehr groß. Für mich, ich mag es nicht. Ihr seht, wie es hier schon wieder los bei mir losgeht, dass immer was rausguckt. Das hasse ich wie die Pest. Dann kann ich immer zoppeln, wie ich will. Es guckt immer was raus. Den meisten macht es nichts aus, aber ich mag es einfach nicht. Und da muss ich mir noch was einfallen lassen. Was werdet ihr dann in einer der nächsten Folgen sehen? Ich halte wieder alles vor mein Gesicht. Und dann habe ich die Ärmel gestaltet. Und da ich nicht ganz sicher war, wie lange mir das noch reicht, das ist das Einzige, was ich noch habe. Und es ist eine sehr weitlaufende, 700 Meter auf 100 Gramm. Ich hätte denken können, ja, es reicht.
dicke. Aber ich wollte ja, wusste erstmal nicht, wie lange ich ihn tatsächlich noch mache, den Pulli. Und jetzt stricke ich ja unten das Bündchen und noch ein Bündchen. Das vordere Bündchen und dann könnte es eng werden. Und dann will ich ja oben ja auch noch was machen. Ja, mal gucken. Und deswegen habe ich gezweifelt, ob meine Ärmel, die auch schön lang geworden sind und die sollten auch lang werden, ob die Wolle dafür reicht. Und da habe ich erst schon ein bisschen blitzeln sehen und da habe ich diesen Blockstreifen hier auf diesem Ärmel wiederholt. Seht ihr das? So, das dachte ich, ist ein schöner Gag. Aber auf dem anderen Ärmel, den hätte ich blanko lassen können, aber da hat mich wieder das Sylvia-like geritten. So, dann habe ich da diese kleinen Streifchen eingearbeitet. Fand ich jetzt auch ganz lustig. Und deswegen wird ganz am Abschluss dieses Bündchenmusters, werde ich auch nochmal zwei Reihen von dem Orange unten als Abschluss machen. Ich denke, das wird gut. Ja, soweit mein Holsten. Mit den verschiedenen Ärmeln. Ja, ein bisschen verrückt, aber das tut ja gut, ne? Ein bisschen verrückt sein müssen wir ja. Wenn wir schon selbst was machen, können wir das ja so gestalten, wie wir wollen. Und das gibt Hingucker und es gibt Lieblingsteile. Und das weiß ich jetzt schon. Der passt sonst, die Passform ist hervorragend. Außer dem Ausschnitt, der zu groß ist. Aber da, wie gesagt, da fällt mir schon noch was ein. Wenn es gelungen ist, dann zeige ich es euch natürlich, wenn er fertig wird. Und da ist nicht mehr so viel. Ja, mal schauen. Also der wird auch bald fertig und hoffentlich auch Wetter zum Tragen demnächst. Es ist immer noch so warm, dass man gar keine dicken Pullis tragen kann. Der hat viel Baumwollanteil, das geht noch, aber wenn man einen Strickpulli anhat, da geht man ja gerade ein. Und die Heizung läuft zwar, aber sie läuft nicht richtig. Und das ist auch ein bisschen blöd, weil wenn es so warm draußen ist noch, dann kommt die nicht richtig in Schwung und dann ist es manchmal im Haus zu kühl, obwohl die Heizung läuft, weil die natürlich das nicht versteht, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Ja, wenn ich an meinem Zimmer hier an den Heizkörper greife, der ist manchmal nur ganz, ganz lehwarm und dann gehen an der Heizung die Mischer nicht auf und dann bleibt es kalt, obwohl es, denn so warm ist es dann auch wieder nicht. Aber das ist auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Na? Jetzt zeige ich euch schnell nochmal, was ich angefangen habe. Ganz kurz nur, weil es zu der Geschichte passt, für neue Pläne. Ich habe das hier gerade da, das habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Das ist gerade bei mir, es musste repariert werden. Der Schlunker für den Knopf, der war abgegangen und es war noch eine kleine Stelle. Entweder habe ich meine Masche unbemerkt fallen lassen oder es gab ein kleines Risschen. Ich musste ein bisschen ausbessern. Und bei der Gelegenheit habe ich es gleich mal gewaschen. Und das kleine Bolerochen und das, sie hat ein Kleid, wo das, das ist für meine Enkeltochter, für die, die das jetzt noch nicht wussten, Entschuldigung. Es heiß geliebt, das Ding. Es wird geschleppt. Und es passt gerade noch so. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt schon hier habe, dann kann ich natürlich schnell mal gucken für Nachfolge Pullis. Und das ist natürlich ein bisschen winterlicher und ein bisschen dicker und vielleicht auch mit längeren Ärmeln, aber die Machart ähnlich. Und dann habe ich ja hier ein Vorbild, wo ich weiß, wenn das jetzt gerade so passt, passt eben ganz hervorragend, kann ich natürlich jetzt ein neues Teilchen stricken mit mehr Zugaben, sodass es bis vielleicht im Winter besser passt, wenn sie auch noch mal was anderes drunter hat, beziehungsweise was einfach ein Ticken größer ist. Und dann habe ich hier diese Wollen genommen, die ich übrig hatte, nämlich einfach hier. Das ist der Restbobbel von dem. Jetzt klingelt ja das Telefon schon wieder. Ach, das ist jetzt wirklich lästig. Moment. Ja, so ist es halt, wenn man ein Video aufnehmen will, ne? Und man hat kein Aufnahmestudio mit Ruhe bitte und abgeschirmt ist. Wo war ich? Ja, ich wollte euch die Wolle zeigen, wo ich was Neues mache. Und angefangen habe ich natürlich auch schon. Ich musste das ja jetzt mal gleich checken. Das größere Modell und ein bisschen mehr wintertauglich und ähnliche Wolle. Was wollte ich euch zeigen? Ich habe ja diesen Boppel, mit dem Boppel habe ich den größten Teil davon gestrickt. Da war er noch türkis und grün.
Ja, und das ist halt dieses wunderschöne, die schöne, wunderschöne Farbgebung draus geworden. Dieses wird ein bisschen anders, das Neue. Wobei ich das jetzt doppelt gehalten habe. Ich habe da ein bisschen abgewickelt gehabt und habe, nachdem ich oben angefangen habe mit einem Flauschkragen, bestehend aus einer Vulpedia-Wolle, Milano ist, heißt die, glaube ich. Dieses Wunder, also das ist so weich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wird heiß geliebt, ne, bei den Kindern. Und da habe ich einen Restgarn genommen. Das hier, habe das zusammengehalten und habe das mit relativ kleinen Nadeln, ich wollte, dass das so ein bisschen hoch steht, als Rand oben in kraus rechts gestrickt. Habe ich das jetzt richtig rum? Bin dann übergegangen, was ich euch eben zeigte, weil mir dieser Farbeffekt so gut gefällt, und habe eins links, eins rechts, damit sich das dann, das hat sich, habe ich ja hier auch gemacht. Schaut. Ich habe es hier mit eins links, eins rechts auch so hingekriegt, dass es sich ein bisschen zusammenzieht. Erstmal. Das war hier auch die Absicht. Und in einer Reihe mittendrin habe ich sogar nur ein Fädchen erstmal eins links, eins rechts gestrickt und dann nochmal wie beim Brioche-Stricken nochmal eine Reihe eins links, eins rechts, damit es noch ein bisschen dünner ist und auch ein bisschen fester gestrickt, damit dieses Krägelchen sich so ein bisschen stellt. Das ist die Hoffnung. Und dann habe ich auch weiter gestrickt mit einem Vulpedia-Garn, was sie mir in dem für die Unboxing-Geschichte geschickt hat. Und zwar ein Garn mit Perlchen. Das ist ein Baumwollmischgarn. Und dann habe ich einen Strang gewickelt. Den habe ich jetzt, kann ich euch jetzt logischerweise nur noch als Buckel zeigen, wo auch all diese Farben drin sind. Und ein Orange, das kommt hier so braun rüber, aber es ist das, was hier braun aussieht, ist Orange. Dunkelorange zwar, hier ist hier auch Dunkelorange drin. Also in die Richtung geht die Farbgebung von dem Teilchen. Ich bin selber noch am Experimentieren, dann habe ich hier noch ein Restegarn gefunden, das habe ich mal auch zweifädig gewickelt. Das kann man auch sehr gut einsetzen. Also da ist noch nicht alles entschieden. Ich wollte es euch jetzt nur mal jetzt in dem jetzigen Stadium zeigen. Weil das wird hoffentlich bis Weihnachten wird's fertig werden. Und ein ganzes Stückchen größer, wie das, was jetzt als Sommerteilchen gerade noch passt. Und dann zeige ich es euch natürlich nochmal. Aber ihr solltet jetzt den Entstehungsprozess miterleben. Und weil ich da auch gestern Abend hätte ich tausend andere Sachen machen müssen. Was habe ich gemacht? Ich habe hier dran gestrickt. Das ist natürlich ein Raglan, ne? Also ganz einfach den klassischen Raglan. Mal stricke ich kraus, mal stricke ich rechts, wie ich gerade Lust und Laune habe. Und so wird das ganze Jäckchen fortgesetzt. Viel experimentieren und mit Farben spielen. Und das wird bestimmt, bestimmt schön. Ne? Dann habe ich die ganze Zeit noch an einem, in Anführungsstrichen, Geheimprojekt gearbeitet. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Hat auch was mit Vulpedia zu tun. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr auch davon was sehen und gezeigt bekommen. Aber das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Aufnahmezeit. Aber was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ist eine Mütze, die gerade eben fertig geworden ist. Die hatte ich euch in dem Stadium gezeigt, wo ich hier diese Spiralhäkelei mit Reliefmaschen. Das heißt, man sticht immer ein mit einer beim Stäbchen immer eine Reihe unten drunter um die vorhergehende Masche rum, schaut nach unter Reliefmaschen, wenn ihr es noch nicht kennt. Und die Mütze ist fertig geworden und die zeige ich euch jetzt noch. So sieht es ein bisschen so lustig aus, gell? Aber muss ich das ein bisschen nach hinten setzen. So. Und so ist die geworden. Die kann man ganz verschieden aufsetzen. Also wenn das jetzt nicht so warm ist, kann man die auch so. So, einfach nehmen. Ne? Seht ihr das? Wenn es nicht so warm ist, wenn es nicht so kalt ist, wollte ich sagen. Oder man hängt sich ein bisschen hier neben runter. Kann man es auch ein bisschen tiefer ziehen, wenn erforderlich. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Karl Napp auf der Flucht. Ich habe es vorhin, da ist es einfach schöner ausgesehen. Moment, vielleicht muss ich es einfach noch ein bisschen nach oben. So. Also. Diese Mützenform finde ich unglaublich praktisch, weil es die Frisur nicht so zerstört.
Und ich habe einfach Reste Garne genommen. Ich werde sie auch wahrscheinlich nicht hergeben, sondern selbst behalten. Habe einen Effekt Reste Garn genommen. Hier, das ist Reste Garn gewesen von meinem, wie heißt der Pulli? Komme ich nicht drauf. Sie ist gerade weg. Shifty. Und hier habe ich dann, als ich die Maschen so weit hatte, dass ich dachte, das ist jetzt groß genug, habe ich erstmal zwei links und zwei rechts gestrickt. Und dann an einem bestimmten Punkt habe ich dann gewechselt auf zwei rechts, eine links, eine rechts, eine links, zwei rechts. Und so ist dieses Muster so entstanden. Aber es musste sich ein bisschen verjüngen. Aber ich wollte nicht so weit gehen, es bis auf 1,1 runter zu machen, dann wäre es zu eng geworden. Aber so die Mütze, ich habe es euch leider nicht so richtig schön zeigen können jetzt, wie sie wirklich aussieht. Irgendwie habe ich das jetzt das Gefühl, es hätte ein bisschen schöner gezeigt werden können. Aber gut. Vorhin, wie ich im Spiegel geguckt habe, war es absolut okay. Kann man so Slongy tragen, so nach hinten? Das geht auch, wer es lieber so hat, hat man gleichzeitig noch einen warmen Nacken. Also es gibt viele Möglichkeiten. Oder man setzt so ein bisschen halb schräg und lässt das dann so ein bisschen runterhängen. Und dann kann man natürlich, dann sollte man das Ohr schon so ein klein bisschen abdecken. Ja. Aber mal eine ganz andere Mütze. Und im Moment ist es mir einfach zu warm auch. Und da habe ich auch noch so ein Restegarn verwendet. Das kennt ihr alle auch. So ein Spezialeffektgarn mit lauter so kleinen Puschel. Bommeln. Wenn ihr sowas noch daheim liegen habt, könnt ihr es noch einsetzen für sowas. Vielleicht ist das eine schöne Anregung. Also die werde ich behalten, wahrscheinlich, und dafür geht eine andere mit. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Die ist viel zu weit geworden. Die ist immer mehr gewachsen. Also sowas kann ich mir jederzeit wieder stricken. Ich habe auch noch so zwei, drei Bommeln. Ich bin am Überlegen, ob ich da Hutgummi so ein bisschen einziehe, obwohl wenn ich das jetzt so ansehe, geht es eigentlich. Es geht. Ich habe halt auch einen dicken Kopf, ne? Die meisten werden die gar nicht tragen können, weil ihr Kopf nicht so dick ist. Also das war nochmal zum Schluss meine Mützenparade. Jetzt muss ich meine Haare wieder ordnen. Bisschen gut, ich gehe heute nicht mehr unter die Leute. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mitnehmen können auf meine strickige Reise. Es war wieder ein bisschen wirr wahrscheinlich, aber das hat auch ein bisschen was mit meiner Verfassung zu tun. Ich hoffe, das kommt noch mit drauf, was ich jetzt sage. Ich habe fast 10.000 Abonnenten. Das ist der Hammer. Da werde ich natürlich in einem der nächsten Videos nochmal drauf eingehen. Und ich möchte mich auch allen Dingen ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für euch, wenn ihr das jetzt bis zum Ende geschaut habt. Für euch mit. Ich möchte mich bei euch dafür bedanken. Jetzt wird es Zeit, dass ich Schluss mache. Ich hatte wirklich ein paar harte Wochen. Und das merkt man jetzt halt auch leider. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, bleibt mir trotzdem treu. Habt viele schöne, strickige, herbstliche Stunden bei guter Gesundheit, so gut wie es eben geht. Und macht euch die Freude, die wir empfinden können, weil alles andere, was rundherum passiert, müssen wir manchmal abschalten. Ne? Und uns hier ein bisschen trösten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Sylvia.